Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute geht's um Learning, und zwar E-Learning. Ein Thema, was ich, glaube ich, noch nie auf Saatkorn hatte. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute einer der beiden Founder von Studyflix am Start ist. Und das ist der Benedikt Bergner. Hi, Benedikt. Schön, dass du da bist. Hi, Gero. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, mich freut das auch total. Ich verfolge ja schon länger, was ihr so macht bei Studyflix. Ich hatte eben noch mal geschaut. 2019 haben wir schon mal euch in der Startup-Serie gehabt. Juni 2019. Unglaublich, schon 2 Jahre her. Ja. Und das, was ihr damals so erzählt habt, das ist natürlich nicht mehr das, was Studyflix heute ist. Und insofern ist es gut, dass wir ein bisschen Zeit zum Reden haben. Vielleicht, bevor wir so ein bisschen tiefer einsteigen, stell dich doch einfach erstmal selber vor und vielleicht kannst du in dem Kontext auch so ein bisschen erzählen, wie du mit deinem Co-Founder Reinhard Blech, wie ihr auf die Idee zu Studyflix gekommen seid. Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen, aber ja, wenn es ausufert, dann greif einfach ein, Gero. Genau, also ich habe an der Uni Augsburg Wirtschaftsjura studiert. Mein Mitgründer Reinhard hat eben Pädagogik studiert. Kennengelernt haben wir uns dann bei einem Existenzgründerwettbewerb, einem Startup-Wettbewerb. Und aus diesem Startup-Wettbewerb, das war so Ende des Studiums, dass wir den besucht haben, haben wir so unter anderem mitgenommen, dass man als Startup ein Problem lösen muss. Und da wir zu dem damaligen Zeitpunkt eben noch Studenten waren, wollten wir eben Probleme von Studenten lösen. Und durch unsere eigenen Erfahrungen und Gespräche mit Kommilitonen waren es immer so die 3 Probleme, die genannt wurden, dass Studenten immer etwas knapp bei Kasse sind, dass Studenten oft Probleme mit dem Lernen haben, also mit der Wissensvermittlung an Hochschulen, und mit denen, ja, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten zu lernen mit Skripten, Büchern, Vorlesungen etc. Und das dritte Thema war noch so Berufseinstieg, dass viele noch nicht wussten, gerade zum Beispiel bei BWL kann man ja gewisserweise alles und nichts machen. Wie kriege ich mein erstes Praktikum, wo will ich mal arbeiten, finde ich überhaupt einen Job, dass da eben auch große Unsicherheit bestand. Und dann haben wir uns 2 dieser Themen, Berufseinstieg, Kontakt zu Unternehmen und eben Geldknappheit quasi mal so als Probleme vorgenommen, die wir lösen wollten, und haben daraus dann ein Geschäftsmodell entwickelt, das letztendlich so aussah, dass wir haben dann gesagt, wir wollen jetzt Studenten eben eine Freude machen, denen quasi so eine kleine Freude machen und gleichzeitig sie in Kontakt mit Unternehmen bringen, und haben dann letztendlich deutschlandweit und in Österreich haben wir es auch gemacht, Campus-Events gemacht, wo wir mit Werbung gebrandete Giveaways rausgegeben haben, unter anderem so DIN A4-Ordner und Kartenspiele, die dann auch mit Unternehmen bedruckt waren, dass wir da eben schon relevante Unternehmen vorstellen konnten und was es für Einstiegsmöglichkeiten da gibt. Und da haben wir dann auch unsere ersten Erfahrungen als Unternehmen oder auch im Kontakt mit Studenten und auch mit Unternehmen gesammelt. Und ein paar Jahre später haben wir auch als Dozenten dann weiter an der Uni gearbeitet, also einen Kurs gegeben, Entrepreneurship, da auch weiter Kontakt gehabt und haben uns diesem Thema, wie können wir Wissen Zielgruppen genau vermitteln, wie können wir Studenten beim Lernen unterstützen, da eben auch in das Thema reingefuchst und haben dann letztendlich 2018 war das dann Studyflix gegründet, da ist eben unsere Vision, oder war unsere Vision, als wir gestartet sind, wir wollen Hunderttausenden von Schülern und Studenten helfen, ihre Klausuren zu bestehen, indem wir eben das Wissen mit kurzen, guten Erklärvideos so vermitteln, dass sie die Themen einfach verstehen. Und was uns auch ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass wir das kostenlos machen, also dass sich jeder, auch Studenten oder Schüler, die das sich finanziell nicht leisten können, dass es wirklich kostenlos ist und eben durch Unternehmenswerbung finanziert wird und wir da gleichzeitig eben auch wieder den Kontakt zu Unternehmen herstellen können und auch schon das Thema Berufseinstieg Unternehmen eben schon näher bringen können. So vielleicht in aller Kürze, wie wir dann so in Studyflix reingestartet sind.
mal eben die letzten 5 Jahre in 4 Minuten verpackt. Ja, genau, so kann man es sagen. Ja. Ist natürlich massiv viel passiert. Und ja, wir stehen ja immer mal wieder im regelmäßigen Austausch und ich bin ganz begeistert davon, wie dynamisch sich das bei euch so entwickelt. Ihr habt ja am Anfang den Fokus auf StudentInnen gelegt und habt dann relativ kurz danach gesagt, ja, das ist eine spannende Zielgruppe, machen wir auch weiter, aber wir gehen noch weiter nach vorne Richtung Azubis und SchülerInnen in dem Fall. Und das ist natürlich echt stark. Ihr habt über 2.500 Videos inzwischen auf der Plattform. Ja. Wie viele Videos bringt ihr denn pro Woche so raus? Genau, also mittlerweile produzieren wir 30 Beiträge, also sprich die SEO-Beiträge plus Videos pro Woche, um da eben immer mehr Content zur Verfügung zu stellen. Und wie du richtig gesagt hast, wir sind eben mit den Studenten gestartet, haben uns da auch oder fokussieren uns da primär auf MINT und BWL. Aber da es eben ja nur 3 Millionen Studenten gibt, wo auch nur ein Teil für uns relevant sind, aber über 11 Millionen Schüler, haben wir dann auch angefangen und das ist jetzt auch so unser Fokus, der Schülerbereich, ja, da die Inhalte entsprechend zu erstellen. War natürlich irgendwie auch ein bisschen Glück vielleicht sogar mit im Spiel. Ich weiß, ihr habt das entschieden vor Corona. Und dann kam Corona und ich sag mal so, dieses ganze Thema digitales Lernen, digitale Bildung in Deutschland, das ist natürlich angesichts des Föderalismus und der Schwierigkeiten, die es auf der Ebene so gibt, das ist ja echt Wasser auf eure Mühlen, ne? Ja, also ich sag mal, natürlich, wenn jetzt die Bildung in Deutschland, also sei es die schulische oder auch die universitäre, komplett digital und zielgruppengerecht wäre und auch immer die neuesten Entwicklungen dann auch gleich wieder, dann auch die Lehrpläne immer wieder an die neuesten Entwicklungen anpassen würde, dann würde es uns wahrscheinlich gar nicht geben, weil wir gar kein Problem zu lösen hätten. Aber da dem, wie du gerade schon gesagt hast, ja nicht so ist, haben wir dann... ist unser Angebot generell sehr nachgefragt und es hat natürlich durch Corona auch nochmal zugenommen, dass natürlich immer mehr Themen gegoogelt werden, immer mehr digital gelernt werden und das entsprechend immer mehr auch mit StudyFlix auch genutzt wird. Ja. Wie stellt ihr denn sicher, dass sozusagen Schüler oder überhaupt die Zielgruppen, die euch entdecken, dass die StudyFlix auch treu bleiben? Ich weiß, es gibt inzwischen eine App, ne? Ihr habt da gelauncht, gibt es glaube ich noch nicht so ewig lange, oder? Genau, also einmal unser Hauptkanal, wie wir Schüler und Studenten erreichen, sind letztendlich suchmaschinenoptimierte Beiträge. In dem Bereich sind wir auch sehr, sehr gut. Also wir sind da im Endeffekt so ein zweites Wikipedia, wenn man jetzt irgendeinen Begriff googelt, sei es Tierzelle oder Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Mikroökonomik, sind wir eigentlich überall auf Platz 1 bis 3 bei Google. Also ein Schüler kommt eigentlich gar nicht mehr an StudyFlix vorbei. Also zwangsläufig, also war bei mir beim Studium auch so, immer googelt alle paar Tage oder fast täglich irgendwelche Begriffe, die man nicht versteht, weil es einfach schneller geht. Und also das heißt, man kommt immer wieder auf StudyFlix und wenn man sich bei StudyFlix anmeldet oder sich auch in der App registriert, dann kann man eben sich zum Beispiel Lernpläne, Playlist etc. erstellen und letztendlich, wir haben die besten Erklärvideos in dem Thema und generell zu in den MINT, BWL und Schülerthemen, und wenn man da 1-2 Videos gesehen hat und sieht, hey, die erklären die Sachen tatsächlich so, dass ich sie verstehe, dann hat man auch keinen Grund mehr, sich die Themen auf anderen Plattformen anzuschauen, wenn man dann weiß, wenn ich direkt auf StudyFlix gehe, wird mir das Thema so erklärt, dass ich es verstehe, und dann ist das Problem des Schülers gelöst und mehr will er ja in dem Moment auch nicht haben. Der ist ja froh, wenn er eine gute, bequeme, kostenlose Lösung hat. Mhm. Was ich daran spannend finde, ist so ein Aspekt, ihr habt ja, eigentlich habt ihr ganz viele Zielgruppen, ne? Natürlich zuallererst mal die Schüler oder die Studenten, jedenfalls die bei euch lernen wollen. Ja. Aber ich stelle mir jetzt vor, bei den Zielgruppen, da gibt es ja vielleicht auch sowas wie Sekundärzielgruppen, nämlich Lehrer oder vielleicht auch Eltern. Spielen die irgendeine Rolle für euch oder ist das für euch gar nicht wichtig, weil durch die SEO-Optimierung ihr sowieso direkt bei den Schülern landet? Also wir, im universitären Bereich Dozenten, Professoren oder auch im Schülerbereich Eltern und Lehrer nutzen durchaus auch StudyFlix, um dann eben mit den Schülern oder Studenten zu lernen. Also wir bekommen unheimlich viele E-Mails von Dozenten, darf ich StudyFlix auch in der Vorlesung oder in der Lehre einsetzen oder StudyFlix meinen Studenten empfehlen. Wir haben jetzt auch eine Anmeldemöglichkeit für Lehrer geschaffen, dass Lehrer eben auch kostenlos StudyFlix nutzen können und Lernlehrpläne für ihre
Schüler erstellen können und dass sie das dann quasi gerade im Zeiten des Homeschooling dann teilen können. Also das ist für uns auch eine, die Google natürlich auch, kommen auch auf Studyflix und sehen, dass es einen großen Mehrwert für ihre Schüler, Kinder oder Studenten hat und empfehlen das eben weiter oder nutzen das quasi auch, um dann mit der Zielgruppe letztendlich zu lernen. Wie ist das denn eigentlich mit den Videos, mit der Halbwertszeit? Klar, wenn ich da jetzt so drauf gucke, dann habe ich so den Eindruck, das, was vermittelt wird, das ist ja durchaus lange gültig. Aber also die Halbwertszeit ist vielleicht einmal das Inhaltliche, da würde ich jetzt kein Fragezeichen dran machen. Aber wie sieht das mit dem Look and Feel aus? Ist es nicht vielleicht so, dass man alle paar Jahre die Videos in eine neue, Sprache vielleicht bringen muss? Ja, also inhaltlich genau sehen wir genauso wie du. Also es ist natürlich per se auch so, dass jetzt in Mathematik, Physik die Grundlagen, die werden sich jetzt ja auch nicht mehr ändern. Nee, also genau. Und da spielt es uns natürlich in gewisser Weise auch in die Karten, wenn jetzt neue Themen, also neue Entwicklungen, KI etc., das dauert natürlich auch viele Jahre, bis es dann mal Einzug findet in Lehrpläne oder in den, in Lehrplänen Schule, in der Schule oder im Studium. Also da, wenn es da mal neue Entwicklungen gibt, können wir da entsprechend auch reagieren und entsprechend das dann neue Inhalte auch erstellen. Aber das ist, wie du sagst, die haben eine sehr lange Halbwertszeit. Was das Look and Feel angeht, gehen wir auch davon aus, dass wir eine sehr lange Halbwertszeit haben, weil wir, man sieht zum Beispiel, das haben wir uns auch bewusst für den Animationsstil entschieden, weil man sieht jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so ein altes Mickey Mouse anschaut oder eine alte Disney-Produktion, dass man sich das heute immer noch ganz gut anschauen kann. Also dass in diesem animierten Stil sind die Entwicklungszyklen deutlich länger, dass da jetzt signifikante Änderungen reinkommen. Während wenn man jetzt Realvideos macht, wenn man sich da Filme anschaut, da sind alle 5 bis 10 Jahre schon Quantensprünge. Und wir haben jetzt auch, wir vermitteln das Wissen schon sehr zielgruppengerecht, aber wir nutzen jetzt auch nicht super hippe Jugendwörter, die jetzt dann vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr modern wären. Also wir machen das sehr zielgruppengerecht, motivierend, dynamisch, aber auch mit einer langen Halbwertszeit. Also genau. Wie muss ich mir eigentlich überhaupt die Genese eines solchen Videos vorstellen? Also Wie findet ihr raus, das ist wahrscheinlich über Google, ne? Was sind die Suchanfragen, was überhaupt die spannenden Themen sind? Das ist ja noch relativ leicht. Genau. Aber so dann stelle ich mir vor, du musst ja wirklich ein Drehbuch schreiben dafür. Du musst ja wirklich überlegen, auch didaktisch überlegen, wann wird was wie erzählt, wie wird das bebildert, unterlegt. Das stelle ich mir gar nicht so unaufwendig vor. Also wie lange dauert denn wohl die Produktion eines solchen Videos? Genau, also es dauert so circa 50 Stunden. Also wenn wir jetzt alle Arbeitsstunden von allen Mitarbeitern, sind natürlich viele involviert, die den Sprechtext schreiben, die den SEO-optimierten Beitrag schreiben, die dann das Ganze animieren, der Synchronsprecher, der Schnitt des Videos, sind natürlich mehrere Arbeitsschritte. In Summe dauert es circa 50 Stunden. Also wir stecken da sehr, sehr viel rein, damit wir auch wirklich ein sehr, sehr gutes Erklärvideo auch haben, das das Thema auf den Punkt erklärt. Und machen, wie du schon richtig gesagt hast, am Anfang eine Keyword-Analyse und dass wir das Thema genauer verstehen, sieht man natürlich auch in Begriffskombinationen, wird eher eine Definition, eher ein Beispiel gesucht oder das Überthema oder das Unterthema. Dann schauen wir, was sind die relevanten Inhalte, die da rein müssen und dann überlegen wir uns einen roten Faden, didaktisches Konzept, arbeiten hier auch viel mit Beispielen, dass wir es veranschaulichen können, also dass wir jetzt bei Studenten zum Beispiel im Bereich der Mikroökonomik, da heißt es einmal ganz abstrakt, Achse X, Achse Y, Budgetgerade, dass wir dann sagen, hey, die Budgetgerade ist das Budget, das du von deinen Eltern bekommst und du kannst dir, die X-Achse ist die Anzahl, an Bier, das du dir kaufen kannst, Y-Anzahl ist die Anzahl an Burger. Und wenn du dir quasi mehr Bier kaufst, kannst du dir weniger Burger kaufen. Wenn du jetzt BAföG bekommst, verschiebt sich die Budget gerade nach oben, dass man das dann alles halt einfach nochmal verdeutlicht und das Ganze auch ein bisschen entertainend auch darstellt. Ja, ja, cool. Also ich habe eben schon gedacht, ich muss mir 2, 3 Videos auch mal anschauen. Dann kann ich auch meinen Kindern besser bei ihren Hausaufgaben helfen. Ja, absolut, ja. soweit sozusagen die Zielgruppe, die ihr inhaltlich bedient. Aber die Monetarisierung von Studyflix, die läuft ja über eine ganz andere Zielgruppe. Das sind ja eigentlich Unternehmenspartner und auch ArbeitgeberInnen, die bei euch halt Employer Branding, Personalmarketing machen können. Wie läuft das denn eigentlich so? Genau, es ist so,
Viele Unternehmen haben ja entweder einen Bedarf an Studenten, sprich, dass sie halt Werkstudenten, Praktikanten, Absolventen einstellen wollen, oder im Schülerbereich eben, dass sie eben Azubis, duale Studenten suchen. Und diese Unternehmen können eben über Studyflix perfekt die Zielgruppe erreichen, indem sie direkt, also wir haben verschiedene Werbeformate auf der Seite. Die Hauptwerbeform ist letztendlich, dass man direkt in den Videos, ähnlich wie bei YouTube, einen kurzen Werbeslot hat, in dem man dann quasi entweder für die Azubi-Stelle oder für die Arbeitgebermarke an sich oder für Trainee-Programme oder Karriere-Events etc. eben werben kann. Und wen habt ihr da so am Start? Also wir haben mittlerweile mehrere hundert Kunden. Das erstreckt sich, sind letztendlich natürlich Kunden, die einen großen Bedarf an Schülern oder Studenten haben. Das erstreckt sich aber vom DAX-Konzern, über die natürlich ja einen sehr hohen Bedarf, zum Teil mehrere tausend Azubis suchen und auch diesen Bedarf mit uns decken können, bis zu viele Mittelständler, die halt jetzt nicht so in einem eher strukturschwachen Gebiet sind und da eben große Nachwuchsprobleme haben, aber auch einen großen Bedarf. Aber wir haben auch viele Unternehmen, die jetzt nur 10 Azubis im Jahr suchen, nur in einer kleinen Stadt, eben bei Gymnasiasten in der 12. Klasse beispielsweise werben möchten. Aber auch denen können wir helfen, diesen Bedarf zu decken. Das ist natürlich auch ein großer Wettbewerb, in dem ihr euch da befindet, ne? Also Personalmarketing gibt es halt auf allen möglichen Plattformen, für alle möglichen Zielgruppen, und da ist vielleicht auch gar nicht so einfach, sich immer einen Teil vom Kuchen zu holen. Was sind da eure Hauptargumente Richtung Arbeitgeber, warum die wirklich bei euch da Werbung schalten sollen? Ja, also die großen Punkte sind letztendlich, dass wir die größte Reichweite in dem Moment haben. Also wir haben mittlerweile über 2 Millionen Nutzer, die monatlich auf Studyflix aktiv sind. Zudem haben wir eben diese audiovisuelle Videowerbung, auch mit dem Zusatzfeature, dass wir diese Videowerbung für die Unternehmen erstellen, weil letztendlich, wenn man audiovisuell wird, bleibt natürlich, ist natürlich das deutlich werbewirksamer, moderner, und auch die Klickrate auf die Werbung ist deutlich höher. Und was Unternehmen gerade im Azubi-Bereich auch sehr, sehr wichtig ist, ist dieses zielgenaue Werben. Also wir können ganz genau targeten. Also ein Unternehmen kann sagen, ich möchte beispielsweise nur Real- und Hauptschüler in der 9. und 10. Klasse in Augsburg erreichen, oder ich möchte nur Informatikerinnen in dem 5. und 6. Bachelorsemester an der TU und LMU München erreichen. Und dann können wir das genau nur bei der Zielgruppe ohne Streuverlust ausspielen. Das sind eben die drei Faktoren: hohe Reichweite, zielgenaues Werben und diese audiovisuelle Werbeform, die es so in dieser Kombination dann auch nur bei uns gibt. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist. Also klar, viele HörerInnen hier des Podcasts, die kennen sich, denke ich, mit Videowerbung ganz gut aus. Aber vielleicht muss man nochmal genauer erklären. Es ist ja keinesfalls so, dass ich mir jetzt als Arbeitgeber XY den Werbespot im Video für, was war das eben, Tierzellen versus Pflanzenzellen sicher. Und dann ist das Video weg, ne? Sondern ihr könnt es halt, wie du eben schon gesagt hast, sehr, sehr genau ausspielen, und da können dann in der Tat unterschiedliche Spots drin auftauchen, ne? Genau, also das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Der führt tatsächlich manchmal zu Verwirrung. Es ist in der Tat so, dass man nicht fix in ein Video reingeschnitten wird. Da können wir auch das zielgruppengenaue Werben gar nicht mehr sicherstellen, sondern es wird dann immer quasi der Nutzer, der Schüler, der auf der Plattform ist, wird quasi, die Anmeldedaten werden mit dem Anforderungsprofil der Unternehmen gematcht, sodass dann, egal welches Video jetzt der Hauptschüler aus Augsburg in der 10. Klasse anschaut, es kommt dann die Werbung von einem Unternehmen aus dem Lebensmitteleinzelhandel, die gesagt haben, ich möchte genau bei denen in Augsburg werben. Genau, gut, dass du es nochmal aufgreifst, Gero, ja. Ja, also das, glaube ich, ist wichtig einmal zu verstehen. Kennzahlen, hast du eben schon gesagt, beeindruckend, 2 Millionen User pro Monat auf Studyflix, genau, ja, inzwischen. Wie stark wächst ihr denn so? Also um die vielleicht einen kompletten Überblick über die Kennzahlen mal zu geben. Also wir haben mittlerweile jetzt über 2 Millionen monatliche aktive Nutzer auf Studyflix, haben jetzt 3,5 Millionen Sitzungen auf der Seite, knapp 5 Millionen Video-Views, haben wir vorher auch hier kurz mal angerissen, haben die App Mitte letzten Jahres gelauncht, haben da jetzt auch schon über 200.000 Downloads, TikTok-Kanal auch schon über 200.000 Follower, Instagram, Snapchat mittlerweile auch aktiv, also sind da sehr, sehr stark am Wachsen. Und Ziel ist es, dass wir nächstes Jahr dann Richtung 4 bis 5 Millionen monatlich aktive Nutzer gehen.
Da drücke ich euch die Daumen. Also, ja. Wenn man so zurückguckt, dann erscheint das in der Tat nicht unrealistisch, ja. Das Ziel zu erreichen. Ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Ja, man sieht auch, das sage ich mal in Richtung HörerInnen, ich hatte gestern einen anderen Podcast und da wurde auch TikTok angesprochen und es ist ja immer noch eine Diskussion, soll man da auf diese Kanäle gehen? Ja, nein. Meine persönliche Meinung ist ja, wenn man an junge Leute ran will, dann muss man eben auf die Kanäle gehen, wo die sind. Und du hast es jetzt gerade auch wieder angedeutet, also eine kleine Nebenrandbemerkung hier an der Stelle. Jetzt ist es ja so, das, was ihr da macht, das macht ihr echt wirklich cool, entwickelt sich sehr spannend und dynamisch, wenn man so von der Seitenlinie zuguckt, wie ich das so tue. Aber es gibt ja nicht nur euch auf dem Markt, es gibt ja noch ein paar andere Anbieter. Ich denke, bekannt ist, was weiß ich, Study Smarter oder Simple Club, um nur mal zwei zu nennen, die auch zumindest, also nicht exakt das Gleiche machen, aber zumindest von der Grundidee nicht ganz unähnlich unterwegs sind. Was sind denn so deine Hauptargumente, um zu sagen, ja, okay, ist ja gut, dass Konkurrenz da ist, aber StudyFlix ist dennoch das beste Angebot, weil... Ja, also man muss grundsätzlich mal differenzieren zwischen Plattformen, die eben so ein User-Generated Content haben, also die ein Tool zur Verfügung stellen und eine Plattform, wo Nutzer selber Inhalte erstellen und teilen können. Genau, da gehört zum Beispiel Study Smarter oder NoUnity jetzt oder Study Drive im Studentenbereich auch dazu. Und auf der anderen Seite Plattformen wie zum Beispiel SimpleClub, SofaTutor oder StudyFlix, die eben professionelle Inhalte quasi erstellen. Wir haben uns am Anfang auch Gedanken gemacht, welchen Ansatz wir gehen wollen und wie zum Beispiel, wie man auch bei TikTok sucht, wie man bei TikTok zum Beispiel auch sieht im Vergleich zu YouTube, dass die junge Generation oder die jetzigen Schüler, die wollen das Wissen jetzt sofort ohne Aufwand haben, genau das, was sie suchen und wollen und nicht lang irgendwie selber was erstellen oder zwischen x Möglichkeiten wählen, sondern einfach nur auf den Punkt quasi ihr Problem gelöst haben. Das haben wir gesagt, wir wählen den Ansatz so, wir lösen das Problem der Schüler und Studenten dahingehend, wenn jemand was sucht, jemand was wissen will, dann geben wir ihm die perfekte Erklärung dafür. Und wir im Gegensatz auch zu den anderen genannten Wettbewerbern haben die besten Erklärvideos zu den Themen, die einfach auf den Punkt zielgruppengerecht die Sachen perfekt so erklären, dass die Schüler und Studenten sie verstehen. Und deshalb lösen wir das Problem für Schüler und Studenten am besten. Und mit uns kann man einfach am schnellsten sich auf die wichtigsten Inhalte vorbereiten. Und deshalb sehe ich da, man sieht es auch von der Reichweite, dass wir mittlerweile die größte Plattform auch sind, was so die Reichweite angeht und dass unser Konzept sich da auch durchgesetzt hat. Bekommt ihr eigentlich da auch irgendwie einen Rückkanal, also Feedback von den SchülerInnen, die StudyFlix nutzen? Oder noch aktiver gedacht, seid ihr regelmäßig mit den Schülern im Austausch und fragt, was gefällt euch, was können wir besser machen? Ja, also wir machen, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch, dass man immer wieder mit der Zielgruppe, mit den Kunden auch spricht. Ist es überhaupt noch gut, was wir machen? Also es ist sehr, sehr wichtig. Wir machen da regelmäßig auch eine qualitative Evaluation, dass wir mit Schülern und Studenten sprechen. Das ist auch sehr zeitintensiv, aber das lohnt sich. Und will ich die Videos durchgehen und sagen, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, dass wir da auch immer besser und immer zielgruppengerechter unsere Videos auch gestalten. Und ansonsten bekommen wir eben super viel Feedback, zum Beispiel bei den kleinen Teil der Videos, die wir auf YouTube haben, haben wir auch super viele Likes und positive Kommentare bekommen, viele E-Mails. Und das ist natürlich auch unheimlich inspirierend, wenn dann so eine E-Mail kommt, hey, dank euch habe ich endlich Mathe verstanden oder mein Abi geschafft. Oder man postet ein TikTok-Video, hat dann 2 Millionen Views und 40.000 Likes und 10.000 Kommentare mit einem Lifehack vorgestellt hat und sagt, hey, damit kann ich jetzt meine Hausaufgaben viel besser lösen, vielen Dank. Da kommt unheimlich viel positives Feedback und das inspiriert einen natürlich auch, dass es auch sehr sinnstiftend für einen, dass man vielen, vielen Schülern und Studenten damit wirklich hilft. Na cool. Lass uns mal kurz noch ein bisschen über euch als Firma selbst sprechen. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt eigentlich inzwischen? Also mittlerweile sind wir so circa 60 Mitarbeiter und so die knappe Hälfte davon ist so festangestellt. Die anderen Mitarbeiter sind studentische Mitarbeiter. Das ist uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir in die
bei der Produktion der Inhalte oder auch bei der TikTok-Video, bei den TikTok-Videos, dass wir da sehr viele Studenten auch aus niedrigeren Semestern mit einbinden, da die eben noch sehr nah an der Zielgruppe dran sind. Das ist eben auch ein entscheidender Punkt in unserem Geschäftsmodell, dass wir auch, um zu verhindern, dass wir irgendwas machen, was wir vielleicht als jetzt Ü30-Jährige cool finden, aber was jetzt einen 14-Jährigen nicht interessiert, dass wir da möglichst nah auch von unseren Mitarbeitern noch an der Zielgruppe dran sind. Ja, absolut. Und habt ihr die MitarbeiterInnen alle vor Ort oder habt ihr vielleicht auch Leute, die, keine Ahnung, in Indien programmieren oder so? Wie seid ihr da aufgestellt? Genau, also wir haben, also alle Mitarbeiter von uns sind zumindest in Deutschland, ja, und der größte Teil ist auch bei uns in Augsburg. Wir sind aber auch durch Corona mittlerweile dem Thema Homeoffice super offen gegenüber eingestellt. Wir haben auch sehr viele Praktikanten, die das Praktikum 100% remote machen, haben da mittlerweile auch die Strukturen, um da eine sehr gute Betreuung und Integration auch ins Team, auch mit digitalen Team-Events etc. ja, sicherzustellen. Und genau, weil wir letztendlich, für uns ist natürlich auch, was das Recruiting angeht, deutlich einfacher, wenn wir deutschlandweit recruiten können und eben nicht nur auf Augsburg fokussiert sind. Na super. Spannend. Letzte Frage, die ich hier noch habe. Ich bin auf eurer Webseite über Studyflix Business gestolpert. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bietet ihr Studyflix quasi als so eine Art White-Label-Lösung auch für Unternehmen an. Genau, also es ist so, dass wir mittlerweile viele Unternehmen, aber auch private Hochschulen oder auch öffentliche Hochschulen als Kunden haben, die unsere Videos eben in ihrem Learning Management System eben einsetzen. Das hatten wir am Anfang gar nicht so auf dem Schirm, aber wir haben insbesondere seit Corona da ist und was im Rahmen der Personalentwicklung, Weiterbildung, viele Sachen oder viele Schulungen auch auf online umgestellt werden, haben wir super viele Inbound-Anfragen bekommen, ob man denn nicht auch unsere Videos auch intern nutzen kann. Die eignen sich natürlich super für Azubis im kaufmännischen oder gewerblichen Bereich oder auch für Berufseinsteiger, weil man kann ja nicht jedem MINTler oder jedem Geisteswissenschaftler ein MBA finanzieren, aber man kann zum Beispiel durch die Studyflix-Video, die im Endeffekt auch den kompletten BWL-Bachelor abdecken, da auch das Grund-Know-how mitgeben. Und genau, und da haben mittlerweile viele Unternehmen eine Lizenz gekauft, mit denen sie die Videos in ihr eigenes LMS integrieren können und mit ihrem eigenen Wissen verknüpfen können und dann eben eine werbefreie, sehr gute Erklärvideos zu den jeweiligen Themen auch haben. Spannend. Also ich finde diese Verknüpfung aus dem E-Learning-Thema und dann aber auch in Verbindung mit Rekrutierung, Stichwort Employer Branding, Personalmarketing, das finde ich unglaublich spannend und verfolge das sehr aufmerksam. Echt cool, was ihr da macht, wie ihr das aufbaut. Erstmal gehe ich davon aus, dass wenn jetzt ZuhörerInnen Fragen haben, die können sich sicherlich an dich wenden. Ich werde mal dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Ja, sehr, sehr gerne. Können dann Kontakt aufnehmen, natürlich auch den Link zur Webseite. Ja, die Frage, die ich traditionell zum Schluss immer ganz gerne mal stelle, ist eher eine persönliche. Und zwar, gibt es irgendwas, Benedikt, was du in letzter Zeit gelesen, gehört hast, was dich echt inspiriert hat und wo du denkst, das könnte auch interessant auch für die Zuhörerin des Saatkorn-Podcasts sein? Ja, also was, es gibt so zwei Zitate, die wir auch unseren Mitarbeitern immer mitgeben, wenn sie bei uns starten. Das ist einmal von Wolfgang Goethe: Erfolg hat drei Buchstaben, tun. Und das andere ist von Götz Werner, von dem Gründer von DM, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Das muss man nicht unbedingt auch nur aufs Arbeitsleben und auf die Gründung eines Startups begrenzen, sondern das kann man auch im täglichen Leben bei kleinen Projekten etc. anwenden, dass wenn man ein Ziel hat, dass man es einfach mal, bevor man lang drüber nachdenkt oder dass man einfach es umsetzt oder einfach mal macht, man wird dann schon, natürlich wird man auf Probleme stoßen, aber wenn man dranbleibt, wird es letztendlich zum Erfolg führen. Und das andere von Götz Werner, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe, ist letztendlich so, dass man ja immer im Leben auf Probleme, Herausforderungen stößt und dann gibt es eben die Menschen, die dann sagen, ja okay, jetzt habe ich einen Grund, dann lasse ich es, und dann gibt es eben die sagen, jetzt erst recht und ich finde einen anderen Weg, wie ich mein Ziel erreiche. Und wenn man sich, wenn man einfach mal anfängt und dann dranbleibt, dann wird man letztendlich Erfolg haben, sei es mit der Gründung von einem Startup, sei es auch bei kleineren Projekten. Und das sind halt diese zwei Zitate. Es gibt viele gute Zitate, aber die geben wir unseren Mitarbeitern auch immer mit und die finde ich sehr inspirierend. Cool, kann ich total nachvollziehen und würde ich auch beide unterschreiben.
Benedikt, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, hier so ein bisschen was über Studyflix zu erzählen. Spannendes Startup im E-Learning-Bereich mit sozusagen Verästelungen Richtung Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ganz lieben Dank, ich wünsche euch viel Erfolg und freue mich, wenn wir uns demnächst mal wieder sehen oder sprechen. Super, herzlichen Dank, Gero, dass ich da sein durfte. Interessante Fragen, sehr sympathischer Austausch wie immer mit dir, Gero. Und dann wünsche ich dir auch mit deinem Podcast weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die weiteren Kontakte mit dir. Alles klar, bis bald, ciao. Mach's gut, ciao.